Passend zur Adventszeit haben wir doch in der Schule mal gelernt, man soll niemals Feuer unbeobachtet lassen. Und genau aus diesem Fehler solltet ihr in dem heutigen Video auch lernen. Das ist uns nämlich passiert. Mein Vater wollte in einem Halbgewächshaus, wo noch die Tomaten in einem Hochbeet standen und noch nachgereift sind, wollte die halt nochmal mit Teelichtern die Tomaten zum Nachreifen bringen, damit die halt noch ein bisschen wachsen. Hat er dafür Steine um die Teelichter gelegt und auch oben drauf, damit die halt erwärmt werden. Und da ist halt, als ich gestern nach Hause gekommen bin, habe ich es halt dann gesehen, dass da alles niedergebrannt ist. Hat er nicht aufgepasst. Ja, jetzt ist halt der Schuppen niedergebrannt mit sämtlichen Gartengeräten. Und ja, das Halbgewächshaus ist kaputt, das Hochbeet, der Kompass und der Johannisbeerstrauch, der da dran stand, den hat es leider auch erwischt. Ja, so schnell kann es gehen einfach. Da muss man einfach aufpassen und achtsam sein. Und das ist halt für mich auch eine Lektion, wie man auch damit umgeht. Es ist halt wie in der Natur, nichts ist beständig. Alles hat sein Kommen und sein Gehen, ist der natürliche Zyklus. Und ja, mit solchen Ereignissen und Erlebnissen muss man einfach gut umgehen können und einfach nicht aufgeben und wieder aufstehen und einfach draus lernen. Das Gute dabei ist halt auch, dass niemand verletzt worden ist. Das ist schon mal das Schöne. Nur einen kleinen Schock hat meine Mom und mein Vater hat auch erlitten, ich, als ich nach Hause gekommen bin, weil ich habe keine Lichter gesehen im Haus und ja, der Brand, und da habe ich schon Schlimmes erwartet. Ist zum Glück nicht so vieles passiert. Ja, das ist so einfach nur mal so ein kleines Update sein. Kurz vor der Winterpause eigentlich, ist nochmal das letzte Video sozusagen. Wie gesagt, passt auf euch auf, seid achtsam und denkt am besten mal zweimal nach, bevor ihr etwas macht. Und wie gesagt, wenn so etwas passiert, so ein Schicksalsschlag, nicht aufgeben, sondern weitermachen.